So, weiter rumgelaufen, gesucht, jetzt auf einmal da unten entwickelt ein eigenes Betriebssystem. Rampart Security. Ich kann die doch hier nicht alle verprügeln. Sorry, wenn ich das so sage. Wurde angewiesen, eine selbstgebaute Drohnenflotte wieder zuzulegen. Sowas macht man ja auch nicht, Meister. So. Verkloppen kann ich den, bringen tut's mir gar nichts. So, und hochklettern. Julia hat unbezahlte Strafzettel. Was mich ein bisschen kürre, verwirrt, ne? Ist ja eigentlich das hier, ne? Oh, hier läuft auch keiner rum, ne? Ich würde eiskalt mal behaupten, die Mission ist buggy. Oder ich übersehe vollkommen irgendwas, aber was bitteschön? Was ist denn das hier bitte? Ach, das ist mein Spider-Bot, den ich hier noch oben habe, ne? So. Ich hätte jetzt ja unter Umständen auch gesagt, ey, der hat hier irgendwie so eine Steuerung. Der hat hier eine Steuerung hingebaut. Für das Teil und gut ist, ne? So, was mich jetzt gerade interessiert, ne, das wird wahrscheinlich so eine Art Sprung, also was ist Sprungschanze? So eine Art hier zum Hochkrabbeln und rüberjumpen sein. Ja, und damit bin ich komplett aus dem Zirkus raus. Okay, gut. Mir fällt gerade noch was anderes ein. Also nicht ein, sondern weil das ist mir gerade eingefallen bei mir auf die Drohne kann ja auch warum machst du das bitte? Das Ding kann ja hier auch ich vermute mal, ich habe den gekillt. Den haben wir.
Kann das auch sein, dass ich vielleicht nachts kommen muss? Also, das klingt gerade falscher, als ich es eigentlich meinte. Conny? Ich hab's gewusst. Was ich nicht sehen kann, aber es bewegt sich nicht. Ich hebe die Tarnung auf. Mal sehen, was da zum Vorschein kommt. So, gespeicherte SMS. Hey Malu, weißt du noch, diese RADS-Sache, von der ich erzählt habe, ist was Skandal, als ich dachte, aber gut bezahlt. Ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Also darf ich nicht mehr darüber erzählen. Auf jeden Fall bin ich jetzt eine Weile weg. Sag Mom, dass ich sie liebe. Sie geht nie an ihr scheiß Handy. Shit. Das Phantom. Er ist tot. Und er war noch ein Kind. Milo Chandra. Das tut mir leid. Ich mache ungern einen auf Aiden Pierce. Aber du musst ihn durchsuchen. Was auch immer er hat, wir brauchen das. Da hat er die ganze Zeit gelegen. Ich konnte den nicht sehen. Hab alles abgesucht. Ach, sonst was. Hab gedacht, hier gibt es einen unterirdischen Tunnel. Und dann fiel mir ein, ey, das Ding kann ja auch fliegen, weil das so eine Multidrohne ist. Und auf einmal kann ich ihn sehen. Yippie-yay. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich da vorbeigelaufen bin. Ich habe etwas namens AR-Tarnung gefunden. Das muss die Unsichtbarkeitstechnologie sein. Du solltest da verschwinden. Danke, Aiden. Ich schicke dir deine Bezahlung. Nein, lass mal. Wir hatten einen Deal und ich habe meinen Teil nicht erfüllt. Du wolltest diesen Jungen treffen, aber er ist tot. Hör zu, Aiden. Milos Tod ist nicht deine Schuld. Wenn du keine Bezahlung willst, betrachte das als Geschenk. Na gut. Wir sehen uns, Conny. So, AR-Leichentuch haben wir erhalten. Schön gesagt. Ich kann kein privates Militär mehr. Keine Gewalt mehr. Keine. Missionen. Wir können auch mal via Claire's Anfrage machen. Mal gerade irgendwie die Widerstandsmission machen, bin ich ganz ehrlich. Bevor ich wieder zur Hauptmission gehe. Ja, das hätte ich gleich dran denken sollen. Oh ne, warte mal. Soll ich es machen? Ja, ne? Ist das eine geile Karre? Iba Laude. So. Irgendwo da drüben hockt die andere Dame. Hallo Claire. Genau dir wollte ich begegnen. Ich bin an einer anderen Story dran. Interesse? Hinter wem bist du jetzt her? Rampart. Der kauft schon lange kleinere Firmen wegen ihrer Technologie auf. Und jetzt hat er dieselbe Nummer hier in London abgezogen. Seit heute Morgen gehört E-Strom ihm. Nicht gerade überraschend, oder? Normalerweise interessiert er sich nur für Waffenhersteller. Er hat wohl eine Vorliebe für tödliche Technologie. Aber E-Strom macht elektrische Doppeldeckerbusse. Da stellt sich doch die Frage. Warum interessiert sich Rampart so für Sie? Bingo. Kannst du dich bei E-Strom reinschleichen, um Fotos zu machen? Ich will wissen, was sie wirklich treiben. Okay, ich mach das. So, ab zu E-Strom. Und go. Bei E-Strom ist irgendwas im Busch. Na gut.
Fotografiere die E-Strom-Produkte. Oh, nee, ne? Ich bin hier. Okay, dann mal rein mit dir. Und vergiss nicht, Fotos zu machen. Wir brauchen Beweise für ihre Machenschaften. Oh, die Mauli, hier ist ja schon richtig Bambule, wa? So, dann hacke ich erstmal den hier. Den verwirre ich gerade ein bisschen. Den haben wir, den haben wir. Kommen wir dahin. Halte. Was war das? Ich kann auch in dem Menü gar nicht. Klar, das wäre geil, wenn ich so fotografieren könnte. Das Spiel will mich gerade richtig trollen, habe ich das Gefühl. Ich soll hier bitte so ein Foto machen, ne? Aus dem Menü. Nach oben drücken, X. Funktioniert gar nicht in der Kamera, Mensch. Der läuft hier rum, der läuft hier rum. Ich soll das Menü öffnen und kann es nicht öffnen, weil ich nicht da drinne bin. Bei der Bot-Interaktion. Deswegen. Dann mal los. So, uno. Ja.
Den haben wir da. Komm. So. Muss erstmal ganz kurz warten. Da ist er. Da ist hier runter. An die Arbeit. Juppi. Oh. Was zum Henker? Und zack. So schön. So. Hier ist nichts Ungewöhnliches zu finden. Bist du dir bei der Spur sicher, Claire? E-Strom vermarkten sich als umweltbewusste Hippies. Wirkt Rampart auf dich wie ein guter Mensch? Such weiter. Was ist denn der Vogel hier? Er ist hier. Ich muss gerade noch ein paar Sekunden warten, dann kann ich mir den schnappen. Dann ich möchte mir die Augen mit. Und dann habe ich den.
Text-Eintrag, Skripte, Magic Bottle, Princess, blablabla. Guckt mich grad nicht. Und dann mal gucken, wo es doch gleich noch weitergeht hier.